Et kütt wird kütt. Diese entspannte kölsche Grundregel, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen, die teilt selbst in der rheinischen Gastronomie nicht mehr jeder. Die ehemals Bonner, jetzt Berliner Politikkneipe Ständige Vertretung verhängte gerade Hausverbote. Berlin Direkter. Ihnen noch einen entspannten und guten Abend. Einige von diesen Politikern haben nun gestern entschieden, die Gastronomie wiederholt zu schließen und uns verboten, unseren Beruf auszuüben. Diesen verantwortlichen Politikern sprechen wir hiermit sofortiger Wirkung ein Hausverbot aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz, Ministerpräsident Markus Söder, regierender Bürgermeister von Berlin Michael Müller, Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi, MdB Karl Lauterbach.